So, ich hoffe, Sie haben die beiden Aufgaben berechnen können. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die Lösung ein, weil Sie können das ja in der Musterlösung selber nachschlagen, was da rauskommt als Zahlenwert oder wie man das zu berechnen hat oder zu beantworten hat. Ich würde gern mit Ihnen noch kurz über die Aufgabe 5b sprechen. Die Frage ist ja die, wie viel Blei verbleibt in der Lösung, wenn man annimmt, dass die Jodidkonzentration konstant 1 Mol pro Liter beträgt? Und warum ist diese Annahme gerechtfertigt? Also vielleicht gerade mal, wie dieser Wert von 1 zustande kommt. Wir sind ja von einer Kaliumjodidlösung ausgegangen mit 2 Mol pro Liter. Und ich habe dann eben aber noch 10 Milliliter, also dasselbe Volumen, wie eben diese Kaliumjodidlösung hatte, habe ich noch an Bleichlorid dazugegeben. Mit anderen Worten, ich habe das Volumen verdoppelt. Und dadurch sinkt natürlich die Jodidkonzentration auf den halben Wert und deswegen steht hier eben 1 Mol pro Liter. Und jetzt ist es eben gefragt, wie viel Blei dann eben in der Lösung verbleibt. Und das kann man relativ einfach berechnen, wieder mit dem Löslichkeitsprodukt. Ich habe das ja schon mal ein bisschen vorgeschrieben. Also das Gleichgewicht, was uns jetzt interessiert, ist ja folgendes. Bleijodid wird zu Blei und Jodid-Ionen. Gegeben ist eben dieses 1 Mol pro Liter und gegeben in der Aufgabenstellung ist der KL-Wert. Und es ist nur eine Unbekannte drin und das kann ich natürlich dann ziemlich einfach berechnen. Diesmal ist es auch keine große Rechenkunst, weil man nimmt ja hier, man hat hier den Wert 1 und wenn man hier das Löslichkeitsprodukt sich anschaut, wird ja hier, jetzt steht dann C² von Jodid. Und da das aber 1 ist, ist das C von Jodid 1 und das C² dann eben auch 1. Und man kann also direkt eigentlich dann sagen, dass es den Zahlenwert nicht beeinflusst. Wenn Sie das nämlich auf die andere Seite bringen, dann resultiert als Bleikonzentration 8,5 mal 10 hoch minus 9. Genau das gleiche wie halt eben hier der KL-Wert war. Nur die Einheit ist natürlich eine andere. Wenn Sie hier Mol Quadrat durch Liter Quadrat haben, als Einheit, wegen der 2, und das auf die andere Seite bringen, dann kürzt sich das ja mit dem hier weg und es bleibt bloß noch Mol pro Liter stehen. So, bei dieser Aufgabenstellung ist es jetzt ja auch so, dass Sie sozusagen selber steuern können, wie groß die Bleikonzentration ist, die noch in der Lösung verbleibt. Wenn ich eine Jodidkonzentration genommen hätte mit 5 Mol pro Liter, dann müsste ich hier durch 5² teilen, durch 25. Und es wird eine viel kleinere Bleikonzentration in der Lösung verbleiben. Mit anderen Worten, Sie können selber mit der Konzentration des Gegenions steuern, wie viel Blei in der Lösung bleibt. Wenn Sie sehr viel Gegenion zugeben, dann muss die entsprechende Bleikonzentration ziemlich gering sein, weil das Produkt ist ja hier konstant und wenn Sie das eine sehr groß wählen, muss das andere entsprechend klein sein, damit dieser KL-Wert erreicht ist. Und das ist eine wichtige Sache für den Experimentator, dass er halt eben über diese Gegenionenkonzentration steuern kann, wie viel Blei eben da drin bleibt in der Lösung. Und das schreiben wir uns vielleicht gerade auf. Notieren Sie sich das gerade da, wo ich das hinschreibe, bevor ich das andere aufdecke. Also gerade drunter schreiben. Also über Ci minus. Lässt sich die verbleibende Pb2 plus Konzentration steuern. Also je höher die Konzentration an Jodid-Ionen, desto weniger Blei verbleibt eben dann in der Lösung.
So, man kann also bei dieser Aufgabe übrigens auch wirklich davon ausgehen, dass die Konzentration ein Mol pro Liter ist. Jetzt könnten Sie sagen, wenn wir ein solches System haben und Blei ausfällt, dann fällt ja automatisch auch Jodid aus, weil für ein Blei fallen sogar zwei Jodid mit aus. Und deswegen könnte man ja sagen, ja, die Konzentration ist ja dann gar nicht mehr ein pro Liter konstant, sondern die nimmt ja auch ab durch den Fällungsvorgang. Ich habe aber hier bei der Aufgabe so getan, wie wenn die 1 Mol pro Liter konstant ist. Das ist aber eine sehr, sehr gute Näherung, weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben ja sehr hohe Jodidkonzentrationen. Also 1 Mol pro Liter ist ein sehr großer Wert im Vergleich zur Bleikonzentration. Die Bleikonzentration durch die Bleichloridlösung ist die hier reingekommen. Die war schon winzig, weil Bleichlorid schon ein schwerlösliches Salz ist. Das ist in einer ganz anderen Größenordnung. Vielleicht ist es 0,00003 Mol pro Liter oder so etwas. Und im Vergleich zu einer so niedrigen Bleikonzentration ist das hier dann nahezu konstant. Natürlich nimmt es ganz, ganz wenig auch ab. Aber in Relation zu dem hier ist es vernachlässigbar klein. Und wir können also in sehr guter Näherung von ausgehen, dass das auch während dem Fällungsvorgang nahezu praktisch unverändert bei 1 Mol pro Liter bleibt, weil eben der Zahlenwert so groß ist. Das habe ich hier auch schon mal aufgeschrieben. Da Ci- viel, viel kleiner ist als viel, viel größer ist als Pb2+, kann Ci- als nahezu konstant angenommen werden. Denn es fällt nur relativ wenig I- aus im Vergleich zu 1 Mol pro Liter. Notieren Sie sich das also bitte gerade. Eine letzte Sache noch, bevor Sie die ganzen restlichen Aufgaben alleine lösen. Dieser Sachverhalt, dass man die Jodidkonzentration selber steuern kann, Moment, dass man die Bleikonzentration selber steuern kann über die Gegenionenkonzentration, das ist sehr wichtig bei der Aufgabe Nummer 7, die Sie vielleicht als nächstes machen sollten. Weil bei der Nummer 7 geht es um eine Aufgabe aus der Praxis, aus der Laborpraxis. Wenn wir uns vielleicht ganz kurz die Aufgabenstellung noch gemeinsam anschauen und dann lösen Sie das aber bitte alleine, auch die restlichen Aufgaben. Also hier bei der Nummer 7 steht ja, dass eine Bleisulfatlösung, also eine Bleisulfatlösung wird einmal mit 100 Milliliter Wasser gewaschen und einmal mit 100 Milliliter 0,1 molarer Schwefelsäure. Also man kann also Blei wirklich fällen als Bleisulfat, das ist ein schwerlösliches Salz. Und bei der Aufgabe A steht, welche Masse an Bleisulfat geht in beiden Fällen verloren. Wie viel verloren geht beim Waschen mit Wasser, das können Sie berechnen. Das haben wir schon im ersten Lernvideo behandelt, wenn man ein schwerlösliches Salz in Wasser gibt, wie viel sich dann löst. Und ich kann Ihnen schon mal verraten, wenn man nicht mit Wasser wäscht, sondern mit 0,1 molarer Schwefelsäure, dann ist das ein großer Vorteil, weil da diese Lösung relativ viel Sulfat von sich aus enthält, also eine relativ hohe Konzentration an Gegenionen, kann sich wesentlich weniger Blei drin lösen. Das ist eben genau die Geschichte, wie wir gerade eben hier schon hatten mit dem Blei. Wenn man die Konzentration von dem hier groß wählt, dann kann wenig von dem Ion in Lösung bleiben, sondern fällt aus. Und das ist ja in diesem Fall gewollt, dass man eben beim Waschen keinen Substanzverlust erleidet. Und das können Sie also auch berechnen. Das ist also eigentlich die gleiche Rechnung wie hier auch, die Sie da machen müssen im Prinzip. Auch die anderen Aufgaben, die können Sie, glaube ich, jetzt alle lösen. Ich habe Ihnen, bevor Sie zur Musterlösung schauen, habe ich Ihnen extra nochmal eine Seite
ans Dokument gehängt, direkt nach den Aufgaben. Die heißt Tipps zum Lösen. Und bevor Sie verfrüht in dieser Musterlösung schauen, lesen Sie sich doch bitte erstmal die Tipps durch. Und da, auch wenn Sie es vielleicht von nicht auf Anhieb gleich rechnerisch lösen können, ich habe Ihnen dann immer so eine kleine Hilfestellung geliefert, wie man denn die Aufgaben lösen kann. Und das ist vielleicht gerade so ein Mittelweg, als dass man gleich in der Musterlösung nachschaut, dass man einfach sich vielleicht noch so eine Hilfestellung holt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Bleiben Sie gesund und ich glaube, alle Aufgaben können Sie jetzt selber verstehen und nachrechnen.